Wenn Unrecht sich verbreitet, wird Widerstand zur Pflicht. Steh auch du jetzt auf. Was ist jetzt, Mann? Ja, was ist bei dir noch? Zieh die Maske ab, zieh die Maske ab. Zeig doch mal, zeig doch mal. Zeig mal dein Gesicht. Zeig dein Gesicht, Alter, verpiss dich mit uns. Danke für den Hinweis! Wir schweigen nicht. Wir sagen unsere Meinung, weil wir freie Menschen sind. Wie bescheuert und dämlich muss man sein? Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf linke Propaganda. Ihr folgt einem kranken Irrsinn. Ihr lebt mit euren linken und rechten Parolen im letzten Jahrtausend. Ihr habt keinerlei Wertvorstellungen. Ihr versteckt euch von Angesicht zu Angesicht hinter Masken und beleidigt euch gegenseitig. Ihr seid eine Schande für die Gesellschaft und nur in der Gruppe stark. Eure Erziehung ist gescheitert. Anstatt das Übel an der Wurzel zu packen, zerfleischt ihr euch gegenseitig. Ihr seid genauso schlimm wie ein Virus. Ihr verbreitet euch ungewollt. Es ist kein Platz mehr für eine linke und rechte Seite auf dieser Welt. Ihr schwimmt mit dem Strom und folgt der Politik ihren Plan. Während ihr damit beschäftigt seid, euch zu beleidigen, euch zu prügeln und Eigentum anderer zu zerstören, die hart gearbeitet haben, schmieden die da oben schon wieder neue Pläne, um euch weiter abzulenken, und sie können sich dank eurer Dummheit noch mehr die Taschen füllen. Ihr lasst euch aufhetzen von politisch kranken Menschen. Sie sagen und ihr folgt. Ihr schreit Nazis raus, dabei seid ihr selbst wie Nazis und wollt Macht ergreifen und das um jeden Preis. Ihr haltet selbst vor Gewalt nicht zurück und die Meinung anderer ist eine Kampfansage für euch. Menschen wie euch haben wir es zu verdanken, dass das Land und die Welt sich in so einem Chaos befinden. Blind und ohne nachzudenken folgt ihr euren Führern. Hauptsache, ihr könnt eure manipulierte Klappe aufreißen und wahllos drauf losprügeln. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts. Wir folgen keiner linken noch rechten Diktatur. Das alles ist aus dem letzten Jahrtausend und hat auf diesem Planeten nichts mehr verloren. Haltet stattdessen mal zusammen, verbündet euch und verfolgt zusammen neue und bessere Ziele. Ich denke, wie sollen alle tolerant sein? Wo bleibt dann deine Toleranz? Wer mit dem Strom schwimmt, wird dreckiges Wasser trinken. Nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle und wird neues und sauberes Wasser trinken. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts. Wir sind eine Einheit und stehen für Frieden und Freiheit.